Okay, da? Ich hoffe da. Ja, okay. So, okay, da drüben geht es nämlich weiter und das ist sozusagen die Abkürzung zum Dämmerwald. Also Abkürzung. Das ist ganz nett, sagen wir mal so. Und die Gegner sind ganz böse. Die nerven. Ja. Komm her. Und zack. Ja. Oh. Jetzt habe ich schon fast gedacht, dass er mich erwischt. Übrigens, wenn mir nicht alles täuscht, kann man da jetzt hineingehen und das Item rausholen. Also mit der Ausrüstung, die ich jetzt im Moment, oh Gott, besitze, würde es gehen. Ist aber schwierig, weil man nur eine leere Flasche hat. Ich empfehle zwei leere Flaschen. Aber es ist theoretisch möglich. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Für alle diejenigen, die sich denken, dass man dafür fangen hat, was braucht. Aber wurscht. Hallo Eule, oh Gott. Ja, ich bin, na. Na. Die Sumpf hat deinen Schutzgott verloren. Aha, schuhu. Und dieses Schicksal beschränkt sich nicht nur auf den Sumpf. Okay. Du willst mir was lehren, okay. Das sind Abbilder von dir, echt? Mhm. Ah, verstehe schon, das sind gleichzeitiger Warp Points. Das ist nett. Das ist ja cool. Melodie? Okay, anziehen, was steht da? Noten sind in den Stein gemeißelt. Ah, okay. Mal schauen, ob ich spielen kann. Ja, das ist easy enough. Leicht zu merken. Recht fade Melodie, aber dafür leicht zu merken. Und es ist ein Warp, also Warpen, Herst Warpen. Das Lied der Schwingen lässt sich in die Lüfte entschweben und in Windeseile bei dem steinernen Vogel landen. Einmal cool. Na gut, wo will ich aber lang? Ah ja, da drüben. Ich hätte das fast nicht angeschaut. ja, und somit könnten wir, wenn wir jetzt wollten, sofort nach Unruhestadt oder sonst irgendwo hin. Dann bin ich die zwei. Aber es gibt da in der Nähe, glaube ich, noch ein drittes. Aber wie bereits gesagt, nur in der Nähe. Außerdem. Wir sind da gerade beim Dämmerwald. Und so wie es ausschaut, sind wir. Ja, sozusagen beim ersten Tempel. Wenn es so weitergeht. Oh, okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das die richtige Methode ist, was ich gerade anwende, aber sie funktioniert also fürs Fort. Oh, man kann ihn sogar direkt angreifen. Sehr nice. Ah, da drüben ist ein Kollege. Ein böser Kollege. Weißt du was? Du kriegst jetzt eine Deko-Bombe. Tja, funktioniert, oder? Da ist noch ein böser Kollege. Was ist mit dem? So, jetzt muss ich ihn zum Angriff sozusagen bewegen und dann kann ich direkt angreifen. Sehr geil. Nice. Gefällt mir. Und somit sind wir an einem Ort. Das Zeichen der Dekos. Vielleicht, vielleicht. Man munkelt so. Auf jeden Fall. Jetzt haben wir einen dritten Warp Point. Und ich kann speichern. Also, ich tue ja doch schon relativ lange. Hallo. Eine Fee ist immer cool. Gib her.
Nice. Und sogar sowas gibt es auch noch gratis dazu. Okay, aber es gibt da in dem Gebiet etwas, das ich gerne durchsuchen will. Und ja, das wären sozusagen alle Truhen, die was man da an diesem Bildschirm sehen kann. Das sind gerade meine Versuche, was ich da gerade so anstelle. Denn in einer dieser Truhen ist etwas, auf das bin ich gerade ziemlich scharf. Muss ich ehrlich zugeben. Der First Untergang. Habe ich das eigentlich schon hergezeigt, was passiert, wenn man untergeht? Oh oh. Ich glaube, ich zeige es einmal her. Naja, man verliert keine Herzen und man wird da einfach respawned. Ist jetzt nichts Besonderes. What the heck? Oh, ich bin vorbei. Wow. Double KO? Wow, erst. Hab ich jetzt nicht erwartet. Na gut, fliegen wir darüber. Hey, seit wann habe ich 13 Deko-Kerne? Au! Aber ich habe ihn vernichtet. Das ist das Gute. Und ja, man verliert eh keine Herzen dabei. Also ist eigentlich egal, ob ich jetzt untergehe oder nicht untergehe oder alle Gegner vernichte oder so. Da drüben, diese größere Kiste, sehr interessant. Quatsch. Die schnappt immer die Kiste. Die ja. Oh. Wie geil ist das? Da greift er einfach hin. Na gut, aber das ist der eigentliche Grund. Da ist nämlich ein Herzteil drinnen. Und ja, jeder mag Herzteile, sagen wir uns ehrlich. Und ja, ich wollte nur was über Kisten erwähnen. Also, Kisten sind, ja, die sind hier. Und wenn wir das nächste Mal hier sind, dann sind die Kisten noch immer da, aber wieder befüllt. Heißt, überall wo Reichtum drinnen ist, ist dieser Reichtum nochmal drinnen. Und das ist voll nice. Was mein Teil so angeht. Und was wollte ich jetzt machen? Ich weiß es nicht mehr. Ich kann jetzt zum Tempel gehen. Aber es gibt, glaube ich, ein paar Sachen, die ich gerne vorhin erledigen möchte. Deswegen gehen wir mal woanders hin. Jetzt wo wir ja warten können, ist das kein Problem. Also, zuallererst, nach Unruhestadt. Und wir sehen die Warp-Animation. Nett, nett. Übrigens funktioniert auch bei Tempeln, also wenn man da plötzlich hinaus will. Funktioniert gut sogar. So, außerdem sollte das Ding hier loswerden, weil sonst verwende ich es ganz garantiert. Was noch? Kabum. Achso, ich lese schon von meinen Notizen vor. Ich habe mir nämlich nebenbei Notizen gemacht. Hey, was tust du da? Hi. Ah, du bist mir noch. Du bist mir auch Wundererbsen dran. Na, ich hab genügend. Ich glaube, ich hab genügend. Das passt schon. wollte ich da lang? Ja, ich wollte da lang. Aber als Mensch. Ja, viel besser. Okay, die Melodie. Lala, sie sagen, ich war zu laut, viel zu laut, als ich auf meinem Zimmer übte. Jetzt sind sie böse, ach, so, ich bin traurig. Jetzt denke ich an die Vergangenheit, damit ich an die üble Gegenwart denken muss. Naja, was würde ich tun? Hochverehrtes Publikum, vor langer Zeit war ich Mitglied in einer tierischen Band mit Hunden und Eseln und so. Wie konnte ich, wie war es nur möglich? Ein Mensch war unter Tieren, ist er selbst denn auch so eins? Aber gab es, das hat mich gestört. Warum nur der Hundekerl? Warum ist mit los mit mir? Oder so ähnlich, oder ihn?
Bärenlieder, ein Hund. Und deshalb habe ich sie gestohlen, die Maske von dem Hund. Ah. Ja, und ist die prima Maske. Danke für eine Maske. Der Hund war ein guter Lehrer. Seine Schüler erlangten die Reife. Rasch die Reife und wurden zu Erwachsenen. Blablabla. Sehr cool. Und ist auch erledigt. Ja, ich bin nämlich gerade so auf der Suche nach so kleinen Sachen, bevor ich jetzt in den Tempel hineingehe. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass ich noch ein Herzteil oder mehrere Herzteile zum Glück. Auf meinem kleinen Zettel stehen drei, die was ich sofort, vier, was ich sofort machen kann. Fünf, was ich sofort machen kann. Und ja, das sind doch einige. Also, was ist der Plan? Mal nachschauen. Okay, ja, das ist untertags. Achso, das ist untertags, das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Das muss ich erst später machen, das auch. Es gibt gerade nicht allzu viel, was ich jetzt gerade im Moment machen kann. Aber, eine Sache, glaube ich, gibt's. Die befindet sich im Norden. Ja, das ist nicht Norden. Wie viel Rubine habe ich schon? 99, okay. 99 ist gut. Denn das, was ich gerade vorhabe, ist ein bisschen, ja... Es ist nicht unbedingt safe, sagen wir es mal so. Also übrigens, ich wollte mal über diese Karte hier unten auch einmal reden. Der kleine rote Punkt da, das ist ein Gegner, der ist ein sehr nerviger Gegner. Und ich empfehle, am Anfang, wenn du Geld brauchst, aber nur am Anfang. Also jetzt, so circa, glaube ich, geht's noch. Könnte man ihn besiegen. Er gibt 200 Rubine her, aber er ist auch gleichzeitig gefährlich. Genauso wie diese beiden Kollegen hier. Ist er nahe gefährlich. Also, vernichten wir's mal. Ah! Denn jeder Treffer, den sie zufügen, zeigt genau ein Herz um. Und ein Herz ist halt doch recht viel, was das betrifft. Und es sind zwei davon, weshalb man nicht immer perfekt das Ganze machen kann. Aber, ja, ein paar Sprungattacken und so, aua, damit offen. Na gut, schon da sind. Ah, das kann jetzt ein bisschen ein längerer Kampf werden, also werde ich das ein bisschen beschleunigen. Okay, one down, two to go? Nein, one down, one to go, oder so. Auf jeden Fall, wenn man einen von diesen Kollegen besiegt, kriegt man 50 Rubine. Und das allein ist schon Grund genug, warum man diese Kollegen besiegen sollte. Aber wenn sie einen Haufen Herzen abziehen. Aber, hey, jetzt wo es nur noch einer ist, sollte das Ganze kein Problem mehr sein. Und ein Treffer sollte er noch vertrunken. Übrigens, versuch's nicht als Deko. Weil gewisse Kollegen haben gewisse Schwächen. Und ja, man kann sich wahrscheinlich denken, ein Deko ist nicht gut gegen Feuer. Wahrscheinlich zumindest. Ja, sowas. Genau. Genau das. Na gut. Ah. Und da haben wir ein weiteres Herzteil. Und somit haben wir 6 Herzen. Nice. Sehr nice. Man hat noch immer erst den zweiten Zyklus. Und schon 6 Herzen. Noch nicht einmal einen Boss besiegt. Ha, stolz. Hallo du. Stirb. übrigens, über das wollte ich einmal ganz kurz reden. Also das ist so eine komische Wand. Und da steht K
Code drauf und den spielt man und dann kriegt man Suchen. Ha? Wenn man es richtig spielt. Und richtig dasteht. Oh, anscheinend stehe ich mich gerade nicht richtig hin. 1, 2, 3, 4. Ah, so ist es. Ja. Umso besser, dass man das Lied spielt, also meistens ist es ein bekanntes, umso besser mehr Rubine kriegt man. Aber jetzt, wo ich 200 habe, werde ich es mal los. Die 200. Weil, was soll ich mit 200 Rubinen? Ah, da kann ich nichts mehr tragen. Das ist nicht gut. Das klingt logisch, oder? Ja. Also, ich lege mal die ganzen Rubine ab. Ist, glaube ich, das Gescheiteste. Und der Deko da in der Nähe nervt auch die ganze Zeit. Dass er die ganze Zeit Geräusche ablassen soll, muss. Naja, egal. Hi, ihr beiden. Mit euch habe ich schon mal geredet. So, du. Ja, ich möchte ein paar Rubine einzahlen. Wie viel habe ich eigentlich auf meiner Bank? Da, 513. Nett. Ja, du kriegst einmal 200. Na, einfach so. Was? Ja, so viel. 713. Nice. Okay. Tags? Okay. Was kann ich denn jetzt machen? Nicht allzu viele. Ich müsste eigentlich warten. Ach so, na, eine Sache gibt's. Zwei Sachen. Vielleicht hört ihr mir jetzt nicht warten. Na, ich warte mich doch nicht. Es gibt nämlich da in den... Achso, dafür brauche ich ja sowas. Na, ich warte mich schon. Jetzt gibt's doch nicht allzu viel, was ich machen kann. Ich habe mich jetzt ein bisschen überschätzt. Auf jeden Fall, die Sümpfe des Vergessens ist der Eingang sozusagen. Also nicht der Eingang zum Tempel, aber der Eingang zum Gebiet. Wenn mir nicht alles täuscht. Es ist ein bisschen verwirrend, was da der Bildschirm sagt, aber ich glaube, ich habe recht. Ja. Denn da wollte ich nämlich gerade hin. Sehr schön. Alles vernichten. Was ja nicht so wichtig ist, aber hey, es ist da. Wir haben auch kein Geld mehr. Aber das ist egal, denn ich möchte eher ein paar Sachen hier zu ein paar kleinere. Und ein paar Sachen, wie soll man sagen, erforschen. Weil ich warte gerade auf ein gewisses Event und ich hoffe, dass die Zeit ein bisschen schneller vergeht. Aber ich will es auch nicht beschleunigen, weil ich sonst Angst habe, dass ich keine Zeit habe. Weil ich muss zu einer gewissen Zeit bei einem gewissen Ort sein. Sagen wir es mal so. Keine Spoiler. Na gut, hey Junge! Ich hab da ein Bild für dich. Mhm, der König, der Deko-König. Mhm. Bekommst du den großen Preis, nämlich ein Herzteil. Ah, ein scharfen Herzteil, ha? Ja, du kriegst gleich noch ein Bild. Wer weiß schon, welches Bild das ich mir jetzt schnapp. Aber bin ich gespannt, wer das richtig erratet. Na, erratet, was heißt erratet? Wahrscheinlich wäre es in dem Video noch herteilen. Oder wäre es Karten? Ich weiß es ja selbst noch nicht. Es kommt immer drauf an. Weil, ja, der Titel ist für mich gerade ein bisschen eigenartig. Er braucht länger, als ich erwartet habe. Und gleichzeitig ist kürzer. Hallo, Wölfchen. Aua. Komm her, greif an. Ah, danke für die Herzen. Okay. Da ist er, Tingel. Achso, hat es jetzt wenig Geld. Ich wollte ja eigentlich. Ja, gut. Schauen wir mal. Hi, Tingel.
So, für die mache ich jetzt ein Foto. Ganz schönes. Ich glaube, das ist nicht schön geworden, oder? Oh. Na, das gefällt mir. Ist gekauft. Ist gekauft. So, schauen wir mal, was der Kollege jetzt zu dem Foto sagt. Ich habe da irgendwas einmal aufgeschnappt. Irgendwas Interessantes. Als Dekorierung ist echt einfach, solche Dinge zu vernichten. Und als so das Boot ist gar nicht da. Ist auch schlecht. So, hey, ich hab noch ein Foto. Was? Nur Menschen? Ich hab ein Foto. Was hältst du von dem da? Was? Das mein. Dein Sohn? Du bist Dinger sein Vater? Ja, ja, dein Sohn. Hast du mehrere Söhne? Weil ich glaube, das sind ein paar Mann. Okay. Auf jeden Fall, wenn man das macht, kriegt man einen silbernen Rubin, das ist ganz nett, aber. Okay, ich werde es ihm ausrichten. Und wenn ich schon dabei bin, kaufe ich mal eine Karte für ihn. Also jetzt, wo ich das Geld habe. Wer sich wundert, wie komme ich denn jetzt wieder zu Fuß dahin, weil das Boot ist gar nicht da. Ja, man kann als Deko direkt auch herübergehen. Aber wir könnten natürlich auch unsere Melodie spielen, das ist auch kein Problem, es geht alles. Jeder von diesen Methoden, was ich gerade aufgezählt habe, funktioniert. So. Komm her. Hallo Mond übrigens. Klar. Oh, oh. Ja, hallo, hallo. Eigentlich. Ups. Jetzt haben wir vertippt. Ich sollte öfters B drücken. Da, Picky Vanilla für 40 Rubine. Yay! Cool Olympia? Okay. Bye bye. Ich verschwind. Mit dem Wolf, was wir nichts am Hut haben. Sadala, okay, Zenis. Ich muss doch noch ein bisschen Zeit am totschlagen. Mehr als ich erwartet habe. Soll ich vielleicht? Bin gerade am debattieren, ob ich das ohne Haus tun anfangen soll. Also mehr geht gerade im Moment sowieso nicht. Also ich anfangen. Weil es gibt eine gewisse Sache, die möchte ich schon erleben. Oh, oh, ist es vielleicht zu weit? Na doch. Okay. Achso, das Bienennest könnte man herunterschlagen. Dafür kriegt man, glaube ich, 20 Rubine. Ich glaube. Ah, da ist ja ein Fröschchen. Komm her. Hallo Frosch, wie geht's? Oh, interessant. Hey, und der Octorok. Wie cool ist das? So, und ob da, also vorhin hat man noch als Mensch schwimmen können, theoretisch. Ob jetzt würde das Schwimmen ein bisschen schmerzhaft werden, also nicht empfohlen. Anstatt ist besser, wenn du einfach die Methode weitermachst, was ich gerade die ganze Zeit betreibe, falls du wirklich zu Fuß darüber willst. Also, mal ganz kurz hergezeigt. Was ist das? Ich mache eine Bootsfahrt. Wenn's mir los. Ja, ich möchte an Bord gehen. Danke. Mal umschauen, was da alles ist. Also, das Haus, von dem ich gekriegt habe, ist dieses hier. Und ja. Im Gegensatz zu allgemeinem Gedenken, was auch immer, kann man das jetzt im Moment mit der derzeitigen Ausrüstung auf jeden Fall schon machen. Heißt, man braucht keine Items, die was andere Items zu dir holen, etc. etc. Das braucht man alles überhaupt nicht.
Es hilft, natürlich, es ist keine Frage, aber es ist nicht benötigt, tatsächlicherweise. Also was man wirklich braucht, ist, glaube ich, nicht einmal, dass man die Sonate des Erwachens braucht, das ist das Schlimme daran. Ich glaube, man könnte sogar das auslassen, wenn man es wirklich möchte. Aber was man braucht, sind Wundererbsen. Dafür. Also, sollte ich auch mal erwähnen. Ja, okay, danke. Sodala, opa. Ich bin gerade beim Durchschauen, aber es gibt tatsächlich nichts. Und damit meine ich gar nichts, was ich machen kann. Zumindest bis Punkt 12 oder kurz vor 12, je nachdem. Deswegen cut mal jetzt zum ersten Mal. Also zum ersten Mal in dieser Aufnahmesession. Los geht's. Auf nach Unruhestadt. Zuerst einmal.